Im heutigen Video, Leute, gibt es anscheinend ein neues Glücksrad mit zwei neuen Skins. Und wir spielen heute 1 gegen 1 gegen Lumix. Yo, was geht ab, Leute? Seven. Was geht ab? Ja, was geht? Ich werde dich heute zerstören. Okay. Leute, anscheinend zerstört mich Lumix. Wir machen jetzt gleich 3 Spiele. Derjenige, der 2 Spiele gewinnt, bekommt hier das Glücksrad komplett geschenkt. Egal, wie viel das kostet, egal, wie oft wir drehen müssen, musst du mir so viel Geld geben, falls ich gewinne, Leute. Einmal der Ramen-Skin und einmal der Pudding-Head-Skin. Ja, also ich freue mich schon über meine Gratis-Skins, ne? Kann ich immer gebrauchen, von daher, Seville, ne? Leute, er denkt auch wieder, dass er gewinnt. Aber ihr wisst, wie es läuft. Wir drehen zuerst das kostenlose Glücksrad. Ich mache das immer, Lumix, weil ich die Special-Skins noch haben will, die, wo ich mich gezogen habe. Weißt du was, ich dreh auch mal. Ich hab einen seltenen bekommen. Einen seltenen Panda-Bär, Leute. Was soll das denn hier sein? Was soll das hier? Und was hast du? Warte! Nein. Oh mein, Bro, ich bin 1 an Special vorbei. Was, Bro? Okay. Hättest du gezogen, ich wäre neidisch gewesen und hätte die Aufnahme abgebrochen. Ich würde sagen, wir gehen jetzt, Leute, jeweils in eine Runde rein. Ich lade jetzt einen Lumix ein und wir spielen nur Elimination-Maps. Das neue Glücksrad. Dann würde ich sagen, wir gehen rein. Ich lade dich ein und dann sehen wir uns gleich mal im Spiel, Freunde. Let's go! So, Freunde, die allererste Runde ist hier nämlich Cannonball Chaos. Hä? Was ist denn hier los? Okay. Welcher Skin bist du denn? Sag mal an. Ich bin dieser lilane Dragon. Hä, aber was ist das für eine Map? Bruder, hier ist ja komplettes Chaos, Alter. Leute, warum geben die uns die Map zuerst? Junge, was geht hier ab? Warte. Nein, ich bin nicht hochgekommen. Ey, wenn wir jetzt hier rausfliegen, ich sag, oh mein Gott. Bro? Ja. Ich angel mich hier mit Volleyball-Mode nach vorne. Das ist die Meta, Bruder. Das Ding ist, ich bin gerade einfach rausgeflogen. Was? Ja. Bro, oh mein Gott, ich habe gerade so eine krasse Abkürzung gemacht, Volleyball-Mode. Bro. Bro, soll ich dir was sagen? Ich bin im Ziel drin. Nein, als ob. Doch, schau oben rechts, qualifiziert. Hey, wie hast du das gemacht? Brudi, ich war so gut. Du bist jetzt erst da unten. Hä? Ja, ich komme jetzt. Junge Leute, wir bekommen einfach Cannonball Chaos als erste. Bruder, es sind einfach Bots vor dir im Ziel sind, dass du dich nicht schämst, Seville, Digga. Ja, ich bin jetzt auch durch. Wobei, ich chill hier noch ein bisschen. So, ich hau mal die ein oder anderen Leute um. Nein! Seville, Junge, ich werde dich rasieren! Das werdet ihr gleich sehen, Digga. So, ich fahr jetzt nochmal. Den klatsche ich nochmal weg. Warte, den klatsche ich weg. Feuermann wird weggeklatscht, du rettest keinen mehr, Piratenskin. Und jetzt müsste ich so langsam rein, Bro. 13? 13? 14? Ja. Du reizt das hier echt aus, ne? 15? Und guck mal. Oh! Er kam gerade angeflogen. Junge, das war richtig knapp. Ey, wäre der weitergekommen, ich hätte geliebt, Freunde. Jetzt gehen wir in die zweite Runde rein und mal gucken, was wir jetzt kriegen. Junge, du wirst keine Chance haben, Seville, das ist dein Ende. Das ist dein Ende! Block Dash Endless. Das ist ja eine gute Map für uns. Du weißt, ich bin hier der Block-Dash-Profi, mein Bester. Ja, stimmt. Ja, du hast ja letztens so ein Video hochgeladen. 24 Stunden das, 24 Stunden das und trotzdem hast du verkackt, Leute. Ich glaube, du brauchst erstmal hier eine Schelle. Kann das sein, Seville? Nö. Ha? Du hast dich mal getroffen! Haha, komm mal her, Digga. Oh nein, okay. Ich hab dich auch nicht getroffen. Kann mal passieren. Bam! Bro, wenn du jetzt gegen die Leute rausfliegst, bist du sowas von kacke. Warte mal, komm mal her. Ha! Bro, wir haben uns einfach beide gleichzeitig umgeboxt, ne? Das ist richtig crazy. Guck mal, die sind einfach... Ach, Digga, Alter. Jetzt komm mal her, Bro. Komm doch, Seville. Nicht raus, hä? Komm doch. Was? Du hast dich rausgeboxt. Ich bin in den Laser reingeflogen, du 31er. Bro, du bist so schlecht, Freunde. Er fliegt einfach gegen die schlechtesten Spieler raus. Bro, du hast dich in den Laser reingeboxt, dass du dich nicht schämst, Alter. Lumix raus, ne? Bro, schämst du dich nicht, dass du so machst? Schämst du dich nicht? Leute, Lumix ist rausgeflogen. So, jetzt gewinne ich noch die letzte Runde. Ich habe ja jetzt schon gewonnen, Leute. Ich muss natürlich die Runde ganz gewinnen. Und dann steht es 1:0 für Herr Seveligno. So, guck mal, Lumix, wo ich gerade bin. Ich weiß, du kannst gerade nicht sehen. Aber ich bin auf jeden Fall im Finale, Bro. Wo bist du denn? Zu, Bro. Wie denn? Willst du mir denn zugucken? Ja, ich bin im Zuschauermodus, Bro. Guck mal, wie ich kurz gewinne. Oh! Du Loser, du wurdest durchgebackt, weil du so schlecht bist. Bro, das ist ja übel, die Verarsche hier, ne? Guck mal, jetzt schaffe ich es ganz einfach durch. So, zack. Guck mal, ich gewinne kurz die Runde, Leute. Also, Bro.
Ich habe gedacht, du bist viel besser in Stumble. Bro, Leute, so, zack, schreibt Leute. Alle Hashtags Seve ehrenlos in die Kommentare, weil er hat mich rausgeboxt. Warum? Du wolltest mich doch auch rausboxen. So, es steht 1-0 für mich, Freunde. Und dann sehen wir uns gleich mal in der zweiten Runde. Wenn ich die zweite Runde jetzt schon gewinne, dann habe ich generell schon ganz gewonnen. Lumex, deine Worte zur Verteidigung? Was willst du sagen? Ja, alle Hashtags Seve ist ehrenlos in die Kommentare, danke. Super, dann ab in die nächste Runde. Was ist hier jetzt los? Gucken wir mal, wie das Ganze hier ausgeht. Lügner Lumex, seine Favorite Map ist das ja nicht. Junge, hallo, sag doch was. Ich war einfach gemutet. Du hast mich gemutet, Junge. Was soll das denn? Ich hab was gesagt. Du hast einfach nicht zugehört. Ja, ich rede die ganze Zeit. Du antwortest nicht, Digga. Korrekt, Bro. Korrekt, Bro. Aber das Ding ist, wir sind jetzt bei Botbash. Und Leute, Botbash ist Lügner Lumex richtig, richtig kacke. Lass mich raten. Du bist wieder hier die halbnackte Banane. Hab ich recht, ne? Und? Na und? Meine Banane ist versteckt. Meine Banane geht nicht aus. Junge, ich werde hier nur hergeschubst hier. Warum machen wir Botbash? Sag mir ehrlich, warum Botbash, Bro? Was ist das? Oh, du bist weiter? Nein. Ja. Yeah. Leute, Lumix ist weiter. Junge, jetzt tu mal nicht so. Du bist auch fast rausgeflogen, Bro. Bist du weitergekommen? Ach, komm, sehr leise. Lava Lane. Okay, hier fliegst du safe raus. Hier fliegst du safe raus. Junge, ich werde dich so rausschellen, Alter. Wir machen ohne Emotes auf Ehre. Real Talk ohne Emotes. Versprochen? Okay. Okay, okay. Okay, weil ich hab dich ja letzte Runde rausgehauen. Ich will dich ja nicht wieder raushauen, bevor du rumholst. Mach deine Emotes. Ich bin korrekt und mach keine Emotes. Ich halte mich an mein Wort. Guck mal, Leute, Lumex hat einfach das war ich nicht, Bro. Das war ich nicht, Bro. Das war ich nicht. Wer denn dann? Ich war das wirklich nicht, Bro. Ah, schon wieder du. Bro, das war gerade verdrückt, Bro. Das war verdrückt. Er hat einfach Angst, dass er rausfliegt. Ja, so wie du? Ja! Bro, du bist der größte Pissspieler, Alter. Du bist der größte Pissspieler, Digga. Guck mal, wer da rausfliegt. Der Seve. Bro, ich hab gesagt, ohne Emotes. Warum machst du mit Emotes? Junge, du hast mich auch rausgeboxt. Jetzt sieh erstmal zu, wie ich hier Laser Tracer auch noch gewinne. Hä? Guck erstmal und sieh zu und lerne. Bro, der größte Drecks. Und du kannst gar nichts, Digga. Sag der, der mich zuerst rausgeboxt hat. Ich hab mich nur revanchiert. Letzte Runde komplett. Ohne, komplett ohne. Du bist, oh mein Gott, du bist was raus. Hä, das war ein Stun, das hast du gewollt, Bro, hä? Nächste Runde komplett ohne Emotes, okay? Ja. Okay? Bro, du fliegst einfach gegen. Ja, okay. Ja, was denkst du von mir, hä? Ja, aber wärst du da rausgeflogen, wärst du auch richtig peinlich gewesen. Okay, Leute, guck dir mein Emote an. Ich bin schon rausgegangen, Bro. Ich bin schon rausgegangen, weil gegen solche Noobs gebe ich mir nicht weiter. Okay, Leute, wir gehen in die nächste Runde, beziehungsweise in die letzte Runde. Und dann gucken wir einfach mal, wer hier gewinnt. Na gut, Seve, ne? Zeig mal her, was du drauf kannst, du Lachs. Leute, ich habe gerade eine Runde eingestellt. Ich bin gerade muted. Ich lade mal Lumex schon mal ein. In der letzten Runde seht ihr Runde 3, Malusity. Anscheinend ist das eine Map, die noch nicht rausgekommen ist. Vielleicht klappt das ja, vielleicht auch nicht. Er weiß nur von den anderen Maps Bescheid, aber nicht von der letzten Map. Mal gucken jetzt. So, Bro, wieder da. Erste Map gucken wir jetzt mal, was wir hier kriegen. Und Lost Temple. Seve, Lost Temple also. App, die wo zum Beispiel Lumex, Leute, komplett reinkackt. Die kann er gar nicht, das weiß ich auf jeden Fall. Bro, sag mal ehrlich, warum frontest du eigentlich die ganze Zeit? Du kannst nichts anderes, glaube ich, ne? Kann das sein, Seve? Nein, ich höre dir gar nicht mehr zu, weil ich weiter bin, hast du gleich. Ja, alles gut, Bro. Alles gut, Bro. Jetzt guck mal, wer weiterkommt. Ja, nein. Ne, sehe ich. Komm, ne? komm. Ja, ne, bist ja viel weiter, ne? Nein! Du bist so kacke! Du bist so kacke, Bro! Ja, nein! Du bist ein Junge, guck mal, ich warte sogar. Warte mal, so kacke bist du, Bro. Ja, komm. Du bist so. Bro, was ist denn los mit dir, Seve? Warum bist du kacke auf einmal, hä? Bro, Ach, du kriegst. Oh mein Gott, ich gewinne. Ich gewinne, weil du so kacke bist. Ja, ich hab auf dich gewartet, ne? Und jetzt Gott, bist du kacke. Guck mal, Bro, ich warte sogar im Ziel auf dich. Guck mal, komm her, komm. Komm, ich warte auf dich. Komm doch her. Er wird einfach jetzt. Guck, ich bin vor dir im Ziel! Ja, weil ich auf dich gewartet hab, du Noob, Bro. Ich war schon lange durch. Du bist so kacke. Guck mal, ich geh jetzt mal hier lang. Warte mal, kann man hier lang? Warte mal. Ja, Seve, ne? Du brauchst wieder mal gar nichts hier, ne? Guck mal, ich mache sogar Tricks, obwohl ich schon lange weiter bin. Guck mal, ich mache einfach Tricks. Guck mal, zack. Geht leider nicht. Okay, wir gehen rein, Leute. Okay, nächste Map ist Rush Hour. Bist du hier gut? Bist du gut auf Rush Hour oder bist du Noob? Ich glaub, ja, nee, das Ding ist, die Frage ist eher, bist du gut im Nicht-Rausfliegen, Seve? Weil du fliegst ja sehr oft raus, habe ich gesehen. Okay. Ja, mal gucken, ob du gegen die Bots rausfliegst. Und ich halte mich mal ein bisschen fern von Lumex, Freunde, weil das ist ja die letzte Runde. Wer hier jetzt gewinnt... Hä, du fliegst doch gerne raus, Seve, oder nicht? Nö. Hier. Guck
mal, Digga. Guck mal, wie schlecht. Du triffst nicht mal, Digga. Du triffst nicht mal, Digga. Du bist so schlecht. Du triffst nicht mal. Komm doch her. Komm doch her. Doch. Hä? Ja, hier. Guck mal, wie er ausgerissen ist, weil du Angst hattest, Junge. Finale. Wer das gewinnt, Freunde, der bekommt vom anderen das komplette Glücksrad geschenkt. Ich freu mich. Let's go. Ich auch und... Oh, ja, oh, 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 oh. Der Otherside. Oh, 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 oh. Der Otherside. Sind Sie bereit, Herr Luwex? Bro. Für der Otherside? Ich weiß ja, du gehst sehr unsparsam mit deinen 5 Leben um, Bro. Von daher weiß ich schon mal, dass das hier ein ganz, ganz klarer Sieg für mich wird. Ich freue mich. Na, oh mein Gott. Ah, du bist direkt raus. Du bist ja so kacke, Bro. Okay, ich bin auch raus. Scheiße. Leute! Hä, was ist denn los bei dir? Was? Leute. Was? Bist du was noch ein Leben oder so, Bro? Hä? Leute, Bro. Auf alles, auf euch, auf alles, das ist gerade nicht passiert. Auf alles, das ist gerade nicht passiert. Bro, du bist ja mal bodenlos, Kacke. Was war das denn, hä? Digga, ich bin gelandet und instant immer vor was gelandet, wo mich getötet ja, hat. Ja, jetzt kommen hier die Ausreden. Schämst du dich nicht, Seville? Ey. Hat nur ohne noch ein Spaß. Leben nach 10 Sekunden schon, Digga. Du, rede mal nicht. Rede mal nicht, Seville. Digga, was für eine Verarsche, Alter, Leute. Ich sag euch, wie es ist. Ja, guck mal, jetzt kommen die Ausreden hier. Merkst du es selber? Ja, ja, alles gut. Ich konzentriere mich lieber. Okay, alle sind draußen, außer Lügner, Lumix und ich. Ja, ich habe noch entspannte 4 Leben, Bro, ne? Ich chill ein bisschen. Wie viel? 4? Denkst auch, du gewinnst das noch, ne? Oh mein Gott, okay, Leute, das wird jetzt dick eng. Oh mein Gott, ich konzentriere mich gerade anders, jetzt Leute. Jetzt kommen die Botbash-Roboter noch, das ist doch wunderschön. Leute, was ist bitte... Oh mein Gott, Botbash-Roboter sind ja auch noch da, Digga. Digga, ey, ey. Ja, Seville, was ist los? Du bist so ruhig auf einmal. Oh mein Gott. Hast du halt mal Angst rauszufliegen oder was? Hä? Bro, wie viel Leben hast du noch? Ja, 4 immer noch. Oh komm, mein Gott. Raus. Flieg Digga. Raus, bitte. Flieg einfach nur raus. Leute, was ist das? Na komm. Digga, was geht hier gerade ab, bitte? Bro, sag mal, wie viel Leben hast du noch? 4. Nein, nein, ich bin rein, nein, ich bin nur 3. Leute. Das ist so spannend, holy crap. Digga, 2, hallo! Oh mein Gott! Ich werd wenn gescampt ich das gewinne, schau! Bro, ich werd gescampt gerade, hallo! Ey, wenn ich das gewinne, schau! Nein, Bro, das gewinnst du nicht. Warte, Leute. Oh mein Gott, das geht jetzt ab! Das gewinnst du nicht. Bro, das gewinnst du nicht. Hier. Ja! Raus mit dir! Raus, 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 raus! GG, Diggi, GG, Leute, GG. Weil ich am Anfang halt die 3 zu oft gestorben bin, Digga. Okay, komm, Lumex, ich schenke dir das Geld für das Glücksrad. Wir drehen es trotzdem beide. Sag mal, wie viel Stumble-Juwelen du ausgibst jetzt für das Glücksrad. Hörst du die Loser-Trompete? Ja. Hörst du sie? Ja, Digga, Bro. Hättest du ein Leben, du wärst schon längst rausgeflogen. Also, wir drehen jetzt das Glücksrad beide, Leute. Und so viel Juwelen, wie Lumex ausgibt, das muss ich ihm dann schenken. Und ich würde sagen, wir drehen auf gleichzeitig los. Wir drehen 10 Mal und dann 3, 2, 1 drehen wir, okay? Okay, okay, okay. Okay. 3, 2, 1, go! Blöd. Jetzt gucken wir mal. Ich habe keine Gems mehr gehabt. Nein! Seville! Ich habe keine Gems! Wie, du hast keine Gems? Ja, ich muss Gems aufladen, Mann. Ja, ich schenke dir das ja. Ja, aber ich konnte nicht mitdrehen. Ich drehe jetzt erst. Warte. Mein Gott, Leute, wir wollen auch. Wir zocken dann auch eine einzige Runde. Ich mit dem Special Skin und Lumix dann mit dem anderen Skin, um euch zu zeigen, wie die Skins dann gleich aussehen. Ich hab gleich schon freigeschaltet, Bro. Ich hab ja, gleich den mythischen Skin. Bro, entspann dich mal, Stabble. Entspann dich mal. Ich hab viel später gedreht als du. Wenn ich einen Fully hab, dann bist du einfach nur kacke, Bro. Ich hab schon jetzt. Was? Ich, warte mal. Und ich hab. Okay, mythischer Skin ist bei mir durch. Jetzt fehlt nur noch der Special Skin, Leute. Ja, nur noch wahrscheinlich der hast du mythisch schon durch, Digga. Doch, Real Talk. Ich brauche nur noch Special Skin, Bro. Ich habe mythisch auch gleich. Alles chillig, Bro. Oh nein, mal 20, komm schon. Ey, vielleicht kriegen wir das hin unter den ersten 10 Rädern, das. Ja! Ja! Special! Was? Nein, 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 doch, nein, Bro, ich hab's. Was? Ich hab's, okay, Freunde. Ich hab mythisch auch.
Jawohl, Digi. Let's go, Freunde. Und jetzt gehen wir gleich eine normale Runde rein, nachdem Lumex das Ganze auch mal freigeschaltet hat. Noch ein Spin, Bro. Komm. Wenn ich auch innerhalb von 10 Spins schaffe, wäre richtig krass. Ich wurde abgezogen, Bro. Nein, habe ich nicht bekommen. Okay, 1200 Juwelen muss ich Lumex schon schenken. Und Lumex tritt jetzt so lange weiter, bis er den Skin hat, beziehungsweise... Bro, der hat 2% Wahrscheinlichkeit. Wie hast du den gezogen so schnell? Hä? Ja, ich bin krass, Digga. Ich bin einfach crazy. Ja, Digi. Ja, ich muss jetzt ja auch noch drehen, bis ich den habe. Yeah! Hast du ihn? Ich hab ihn, Digga. Okay, Leute. Lumex hat ihn auch nach einer halben Stunde. Wie oft hast du gedreht? Wie viele Stumble-Juwelen? Ungefähr. Bro, viel zu viel, Bro. Viel zu viel. Ich schicke dir einfach mal 50 Euro rüber. Ich glaube, das passt, Leute. Dann tue ich meine Schulden hier eintreiben. So, ich schicke dir kurz lügnerlumex.topman.de. Ist ja die E-Mail von dir. Habe ich neu gemacht für dich. Extra PayPal-Account. Und Geld ist raus. So. Okay. Ja, dann würde ich sagen, wir gehen jetzt nochmal zusammen in eine Runde. Yes, sir. Mit den neuen Skins. Hey, Leute. Wir gucken uns jetzt die neuen Skins an. Ich habe einmal den Rahmen-Skin, den Special-Skin. Lumex hat den Noob-Skin mythisch. Mal gucken, wer besser aussieht. Komm mal her, wo bist du denn? Wo bist du? Ich bin hier am Rand. Ich gehe mal hier hinter zu dir. Ja. Ah, hier, guck mal. Okay. Warte, ich komme mal zu dir runter, weil du bist ja Okay, ja, gut. Ignoriert das mal, was gerade passiert ist. Guck mal, welcher Skin findest du cooler rein vom ersten Blick? Deinen oder meinen? Ich finde beide echt geil. Also ich finde den Special bisschen cooler, aber nicht, wenn du ihn spielst. Ihr habt's gehört, Leute. Was würdest du deinem gleich im Finale für eine Bewertung geben? Boah, das sieht schon nice aus. So ein Bananasplit ist boah, das. Boah, der sieht schon nice aus. Ich würde meinem eine 8 von 10 geben und deine 9,5, aber du ihn spielst, eine 5 von 10. Ah, okay. Das ist deine Bewertung. Okay, Leute. Genau. Meine Bewertung kriegt ihr im Finale, weil Lumex kann nicht bewerten. Der kann ja nur boxen. Auf korrekt. So ein Noob, Digga. Guck mal, wie weit hinten der ist. Er checkt gar nichts, Junge. Digga, hör auf jetzt, mich zu flamen. Ey, Bro, Digga. Wenn wir hier jetzt rausfliegen, das wär's so schlecht, ne? Wenn wir hier jetzt rausfliegen, okay. Ey, sag mich, du fliegst raus, bitte. Bro, wenn wir jetzt rausfliegen. Ich hab Gottes Abkürzung gemacht, Bro. Okay, Leute, wir kommen zum Finale. Oh mein Gott, als letzter, Bro. Und zur Bewertung von den Skins. Also, du, was war deine nochmal? Ich hab schon vergessen. Meine gebe ich eine 7. Deinem eine 7? Hättest du gerade was anderes gesagt. Hab ich denn gesagt? Ich hab gesagt, meine 7 und dein gebe ich eine 9,5, aber du spielst eine 5. Vorhin gesagt, eine 8, nicht eine 7 zu deinem Skin. Ja, ich habe mich umentschieden. Okay. Digga, Leute, der Typ, ich sag euch, wie es ist. Also, guck mal, ich bleib mal kurz stehen, ich muss dich doch angucken, du Dummkopf. Okay. Boah, das sieht ganz nice aus. Ich geb deinem Skin eine... Boah, ist nicht schlecht, Leute. Ich würde sagen, eine 8,5. Ja, raus mit dir! 8,5 würde ich sagen. Und zum Special Skin kommen wir jetzt auch gleich, Leute. Der Special Skin von uns, Leute, ist okay, aber nicht krass. Ist okay. Kriegt von uns eine 9, würde ich sagen. Eine 9. Nein! Und nein! Ja. Nein! Oh mein Gott. Raus mit dir! Ja. Hey, chill kurz, warte. Okay, chill mal auf Ehre. Komm mal, jetzt ohne Spaß, komm mal her. Yeah! Du bist so ein Dreckiger, ich wusste es, Digga. Ja, ich GG. Ich wusste es, Bro. Leute, GG, das war's vom Video. Check gerne Lumex ab. Check diese Videos hier ab, die sind richtig, richtig krass geworden. Vielen Dank, dass du dabei warst, du Noob. In diesem Sinne, check Lumex ab. Haut da rein, bis dann und...